Eine Tabelle erstellen. In Reiter LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie eine Tabelle in Reiter erstellt wird und eine Kalbtabelle eingebunden wird. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Einfache Tabelle in Reiter. Wir öffnen Reiter. Wir betätigen einmal Return. Wir fügen nun eine Tabelle ein. Im Menü wählen wir Tabelle, Tabelle einfügen aus. In der Dialogbox Tabelle einfügen geben wir bei Spalten gleich 6 ein. Bei Zeilen geben wir gleich 25 ein. Wir klicken auf Einfügen. Die Tabelle wurde eingefügt. Mit rechtem Mausklick in die Tabelle wählen wir Tabelleneigenschaften aus. Wir klicken auf den Tab Spalten. Die Spaltenbreiten passen wir wie folgt an. Spalte 1 gleich 6,00 cm. Spalte 2 gleich 2,60 cm. Spalte 3 gleich 1,20 cm. Spalte 4 gleich 1,20 cm. Spalte 5 gleich 3,00 cm. Spalte 6 gleich 3,00 cm. Wir klicken auf OK. Sobald der Cursor in der Tabelle steht oder die Tabelle markiert wird, wird automatisch die Symbolleiste Tabelle zugeschaltet. Die Tabelle markieren wir mit dem Symbol Tabelle und wählen Schriftart gleich Dosis und Schriftgröße gleich 10. Nun tragen wir in der obersten Zeile links ein Lieferschein. In der fünften Spalte das Wort Datum. Und in der sechsten Spalte das tatsächliche Datum. Wir markieren die Zeile und wählen Schriftgröße gleich 15. In der dritten Zeile links beginnen wir mit den Überschriften Artikel. Bestellnummer. Größe. Menge. Warenwert Euro. Endpreis Euro. Wir markieren Zeile 3 und wählen zentriert ausrichten. Ab Zeile 4 markieren wir Spalte 2, 3 und 4 und wählen zentriert ausrichten. Auch ab Zeile 4 markieren wir die Spalten 5 und 6 und wählen rechts ausrichten. Gleich anschließend klicken wir auf das Symbol Zahlenformat. In der sich öffnenden Dialogbox Zahlformatieren wählen wir bei Kategorie den Eintrag Dezimalzahl aus und bei Optionen wählen wir zwei Nachkommastellen. Wir klicken auf OK. Die Formatierungen in den Zellen der Tabellen können ganz nach Wunsch vorgenommen werden. Werden Sie bei Ihren eigenen Tabellen kreativ. Die Tabelle wurde nun noch weiter formatiert und anschließend gespeichert. Als Name bei der Speicherung wurde Lieferschein OCDT verwendet. Wir arbeiten nun mit diesem Dokument weiter. Wenn wir mit dem Mauszeiger über die letzte Zelle unten rechts fahren, sehen wir, dass dort eine Summenbildung eingetragen ist. Wir speichern das Dokument unter dem Namen Lieferschein ausgefüllt. Nun tragen wir einige Positionen mit Artikeln ein.
Wir formatieren die Bestellnummern. Für den Endpreis je Artikel tragen wir eine Formel ein. Wir formatieren den Endpreis. In der letzten Position, Herrenhosen, tragen wir bei Menge gleich 2 ein und klicken in die Zelle bei Endpreis. Wir schauen uns nun die Summe aller Artikel an. Geben Sie in der Hilfe von LibreOffice als Suchbegriff Berechnungen ein und doppelklicken Sie dann auf Berechnungen in Textdokumenten. Kalktabelle in Reiter. Wir öffnen Reiter. Nun fügen wir eine bestehende Kalktabelle ein. Im Menü wählen wir Einfügen, Objekt oder Objekt. In der Dialogbox oder Objekt einfügen wählen wir LibreOffice 6.0 Tabellendokument und aus Datei erstellen. In der nächsten Auswahl klicken wir auf Suchen. In der Dialogbox Öffnen markieren wir die Datei Tabelle ods.ods und klicken auf Öffnen. Wir setzen noch ein Häkchen bei Mit Datei verknüpfen. Wir klicken auf OK. Nun wurde die Kalktabelle als Objekt in das Reiterdokument eingefügt. Ein Doppelklick auf das Kalktabellenobjekt öffnet die Kalkbearbeitungsansicht. Die Tabelle kann nun genau wie in Kalk bearbeitet werden. Zum Schluss sollten wir das Dokument noch speichern. Wir vergeben den Namen Lieferschein mit Kalktabelle. Wir klicken auf Speichern. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter